Viva la Vulva! Aber Moment mal, wenn wir unsere Vulva doch eigentlich feiern wollen, warum gibt es noch so viel Scham rund um unsere Freundin zwischen unseren Beinen? Wir gucken uns in diesem Video an, wie ist deine Vulva aufgebaut, was für coole Superkräfte sie hat. Und in diesem Video erfährst du endlich, ob es abnormale Vulva-Lippen gibt. Die Vulva ist eine coole Sache. Aber viele Mädels und Frauen in meiner Praxis haben Probleme mit ihrer Vulva. Sie sagen dazu, da unten, down under, irgendwie alles ohne rum. Und man hat den Eindruck, die fühlen sich gar nicht so richtig wohl mit ihrer Vulva. Aber woher kommt das? Ganz sicher, weil man als Frau so selten einfach eine Vergleichsmöglichkeit hat. Bei uns Mädels, alles ist versteckt zwischen den Beinen. Wenn wir wissen wollen, wie das alles unten aufgebaut ist, müssen wir uns das angucken und unsere Vulva richtig kennenlernen. Und das machen wir heute. Erstmal, wie heißt überhaupt unsere Freundin zwischen den Beinen? Sie heißt Vagina oder heißt sie Scheide? Also, das, was du unten außen siehst, nennt man Vulva. Und alles, was drinnen ist, nennt man Vagina. Vagina ist da, wo der Tampon reingeht, wo du einen Finger reinstecken kannst, wo der Penis reingeht, wo ein Baby wieder rauskommt. Schauen wir uns das einfach mal an, wie so eine Vulva so aufgebaut ist. Hier oben ist der Venushügel, wo die Schamhaare wachsen und zu Hause sind. Wenn du so ein bisschen nach unten gehst, siehst du ein kleines Knüppelchen, so in der Mitte sozusagen. Sieht aus wie eine kleine Erbse, das ist die Klitoris. Neben den äußeren Schamlippen finden wir zwei Schätzchen, die nennt man die inneren Schamlippen. Das sind so zwei Lippen, die dünner sind als die äußeren Schamlippen und die den vaginalen Eingang umsäumen. Also wir haben Klitoris, große Schamlippen, kleine Schamlippen, vaginaler Eingang. Ein kleiner Disclaimer, ich mache selbst dauernd den Fehler, anstatt Vulvalippen Schamlippen zu sagen. Es ist halt ein Lernprozess. Wir haben gelernt, die heißen Schamlippen, Schamhügel. Also müssten wir uns alle dafür schämen. Die richtige Begrifflichkeit ist innere und äußere Vulvalippen. Fertig. Wozu hat man überhaupt Vulvalippen? Also die äußeren Vulvalippen, die tuffigen, wo Haare drauf wachsen, die sind zur Polsterung und zum Beschützen der Vagina gedacht. Jetzt schauen wir uns mal an, was es für verschiedene Styles geben kann von inneren und äußeren Vulvalippen. Also das sind jetzt drei Beispiele, aber es gibt zig verschiedene andere Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Aber nur zum Beispiel, wenn du von vorne auf deine Vulva drauf guckst und die sieht so aus, dann sind wahrscheinlich die äußeren Vulvalippen etwas größer als die inneren und deswegen werden sie verdeckt. Dann kann es sein, dass wenn du von außen auf deine Vulva guckst, dass du siehst, wie die inneren Vulvalippen unten rausgucken. Das ist, wenn die inneren Lippen länger sind als die äußeren, was, glaube ich, mehr als 50% aller Frauen so und so haben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du, wenn du von vorne drauf guckst, dass eine innere Vulvalippe länger ist als die andere. Und das, meine Liebe, gibt es sau oft. Diese Variante hier, dass du quasi wie so eine Barbie-Puppe aussiehst, dass quasi die äußeren Vulvalippen die inneren komplett umschließen und das alles irgendwie total schön kompakt aussieht, das gibt es super, super selten. Das gibt es eigentlich nur in Pornos. Du hast vielleicht von so Schamlippen-OPs, ich benutze jetzt extra das Wort Schamlippen-OPs gehört, weil die auch genauso hingeschrieben werden in den Websites. Schamlippen-OPs zur Verkleinerung der Lippen, damit du da irgendwie keine Ahnung wie aussiehst. Das ist Schwachsinn, lass dir keinen Scheiß erzählen. Jetzt widmen doch mal unser Augenmerk auf etwas ganz Besonderes, eine ganz besondere, sehr gute Freundin von uns, nämlich die Klitoris. Unsere Klitoris hat eine Kapuze, was sie beschützt. Ich zeige es euch anhand von unserer Elisabeth-Vulva-Puppe. Und hier haben wir die Klitoris mit einer Kapuze. Und die Kapuze ist dazu da, um unsere Klitoris zu beschützen, weil die Klitoris extremst empfindlich ist. Sie hat 8000 Nervenendigungen, die alle nur dafür da sind, um dir Vergnügen zu machen. Als ich Medizin studiert habe, hat man gesagt, die Klitoris, die ist so eine Art Mini-Penis. Ne? Und die ganzen Männer, die fanden das alles super witzig. Aber tatsächlich sieht die Sache ganz, ganz anders aus. Das, was wir sehen und fühlen von der Klitoris, das ist nur die Spitze des Eisberges. Unterirdisch sozusagen hat die Klitoris ein riesiges unterirdisches Reich. Super, super cool. Und ganz wichtig, unterhalb von der Klitoris haben wir die Harnröhre als kleines Löchlein. Aus der Harnröhre kommt Pipi raus. Also quasi man pinkelt nicht aus der Vagina. Wir pinkeln aus der Harnröhre. Wir haben also 1, 2, 3 Löcher unten und nicht 2.
Wie verändert sich die Vulva? Wenn du ungefähr 9 oder 10 Jahre alt bist, kann es schon losgehen, dass du schon kleine Haare bekommst unten auf deiner Vulva. Die inneren Vulvalippen fangen an zu wachsen, die äußeren Vulvalippen fangen auch an zu wachsen und die Klitoris fängt auch an zu wachsen. Manche haben so einfach so ein bisschen so kleine Haare einfach oben auf dem Hügel und vielleicht so ein paar an den äußeren Vulvalippen und manche haben richtig, richtig viel. Unsere Vulva hat aber, ähnlich wie der Penis, auch einen anderen Aggregatzustand, den sie annimmt, wenn sie erregt ist. Bei der sexuellen Erregung füllt sich das alles mit Blut und schwillt alles an. Die äußeren Vulvalippen schwellen an, die inneren schwellen an, das geht alles ein bisschen auf, das Ganze wird feucht, das wird röter, das wird mehr durchblutet. Nochmal eine kleine Superkraft auch von der Vulva und von der Vagina. Bei der sexuellen Erregung ist sie vielleicht auch schon aufgefallen, bei der Selbstbefriedigung oder in sonstigen Situationen, dass die Vulva plötzlich neben dem Anschwellen auch ganz feucht wird und ganz nass wird und ganz rutschig wird. Und das ist so, weil die Vulva und die Vagina schlau sind und die bereiten alles vor für den besonderen Gast. In dem Fall hat die Evolution da den Penis des Mannes dafür vorgesehen, damit das alles besser flutscht. Also, wir haben alles gelernt über die wunderbare Welt der Vulva. Deine ist auch toll. Schau sie dir ruhig häufiger an. Freunde dich mit ihr an, denn die ist super. Solltest du noch weitere Fragen haben oder Kommentare, schreib eine E-Mail an das Team der DAK Gesundheit. Sie freuen sich. Weitere Videos und Themen findet ihr drüben bei TikTok, bei Dr. Sex mit Volker und mir und natürlich hier bei diesem Kanal.